Moin moin meine lieben Zockerfreunde, ich darf euch herzlich begrüßen zu einer weiteren Folge Transport Fever 2 hier auf Kante zockt. Schön, dass du eingeschaltet hast, ich darf begrüßen an meiner Seite den lieben Manu. Aloha! Ihr erkennt es schon, wo wir hier sind, in einer wunderschönen Prärie. Direkt am Ortseingang von Kanto. Der Kantweizer reinen Wasserfälle. Achso, gibt's da nicht. Genau, Kaffeequelle in Kantopolis quasi. Hier vorne sind die hochqualifizierten Kraftfahrer mit ihrer wohlverdienten Pause. Mhm. Müsste gleich sich ändern. Da kommt ja schon Kaffee angefahren. Genau, hier kommen jetzt 4 Kaffee mit. Vielleicht schafft jeder einen. Hm? Oder kriegt einer alle 4? Der hat noch Öl, der hat auch noch Öl, der hat auch noch Öl. Jetzt hat er abgeladen. Da ist einer von denen, der hat auf Kaffee umgestellt. Der hat alle 4 gegrabt. Alter Schwede. Mhm. Okay, so, wir haben uns in der letzten Folge gefragt, was ihr der Meinung seid, was wir ausgeben sollen für unsere neue Kaffeeplantage, weil wir wollen ja nicht einfach nur hinsetzen, weil wir die jetzt hier einfach uns schnappen und die nehmen, dann kostet sie nahezu nichts. Ja, also das klingt alles beträglich, was da steht. Dank unseres Hauklots haben wir ja die tolle Geschichte, dass wir hier auch ohne Straße bauen können. Finde ich sehr, sehr gut. Mhm. Dann können wir die nämlich noch einen Ticken drehen und dann können wir sie hier direkt an die Straße anbinden. Oder wir binden sie oben an. Nö, ich würde sie seitlich anbinden. Können sie auch gar nicht hochsetzen. Nö, die mag nicht hoch. Ja, so sieht's doch gar nicht schlampert. Wo ist denn die Einfahrt? Jetzt. Das war ein bisschen schwierig. Hier vorne ist sie, ja. Ja, das ist. Mh. Oder wir machen sie die Einfahrt. Nach vorne hin zum Wasser, sodass wir hier an der Seite nur die Anbindung haben für den Zug. Oder? Ja, da seid ihr sehr ohne Einfahrt. Stimmt. Ja, es sieht aber so gut aus. So. Jetzt müssen wir gucken. Anbindung hat das Gerät. Versand hat er aber noch nicht. Produktion ist aber auch schon da. Wir müssen jetzt aber noch Geld dafür loswerden, weil wir uns darauf geeinigt haben, dass wir 75% unseres Kontostandes alternativ sollte er niedriger als 10 Milliarden sein. Genau, können wir es nicht kaufen. Mhm. Also wir müssen mindestens 10 Milliarden ausgeben, wenn wir ein Industriegebäude kaufen. Wenn wir mehr Geld haben, dann bezieht sich das auf 75%. Also bei dem wäre das dann knappe 15 Milliarden. Das heißt, wir ziehen jetzt einfach hier vorne eine 15 ab und sind hier vorne bei 4. Das heißt, wir sind bei 4,5 Milliarden und haben jetzt 14 Milliarden ausgegeben. Habe ich mich verrechnet? Nee, du hast schon. Achso, wir waren bei 800. Wir waren ja positiv, plus. Wir waren ja positiv im Tagesumsatz. Genau. So, hier geht er auch in den Versand jetzt los. Ja, jetzt kommt die Anforderung. Genau. Gibt ja dann hoffentlich gleich Vollgas. Ja, gut, geht natürlich langsam hoch der Versand, ne? Ja, muss ja erstmal von oben angefordert werden. Genau. Wir haben jetzt hier oben ja unsere Rösterei und die muss jetzt erstmal sagen, wir wollen davon mehr haben. Wir haben jetzt von allen anderen Betrieben, liegen wir bei 2000 dauerhaft. Ja. Und hier wird er sich immer wieder einen mehr nehmen. Wir gucken mal. Wir lassen es jetzt erstmal auf uns zukommen. Erstmal haben wir jetzt das, was wir haben wollten. Und wir haben ja gesagt, jedoch mindestens 10 Milliarden. Das heißt, wir können uns jetzt keine weitere Industrie leisten. Deswegen dieses mindestens 10 Milliarden. Weil sonst könnten wir jetzt ja von dem nochmal 75% bezahlen. Dann wären wir bei 1,5 Milliarden und hätten für 3,5 Milliarden schon wieder eine neue Industrie gehabt. Und das wollten wir jetzt nicht unbedingt machen. Wir haben jetzt hier erstmal ein ordentliches, blubbeliges Problem. Aber das ist schon wieder weniger geworden. Aber die Züge können wir trotzdem umbauen. Wir müssen aber erstmal was anderes machen. Hier sieht das nicht mehr so dramatisch aus. Es sieht eher dramatisch hier hinten aus. Weil hier stehen die Züge. Ja. Im Moment fährt er mal wieder. Aber hier vorstehen sie.
Hier vor steht auch alles. Von hier kommen sie, von dort kommen sie. Überall stehen hier Züge rum und die kosten uns richtig Asche. Und die Waren kommen nicht von A nach B. Das heißt, hier hinten wird auch nichts abgeholt. Hier hinten wird auch, ja gut, wenig angeliefert, aber es wird halt immerhin angeliefert. Das ist schon mal gut. Das muss natürlich alles nach unten geschleppt werden. Da haben wir ja letztes Mal schon ein bisschen ausgebaut. Da hatten wir ja die Öl-LKWs, hatten wir jetzt auf 40 erhöht. Das heißt, wir hatten noch 10 gekauft. Ich glaube, da sind noch welche im Zulauf. Fahrzeuge verwalten. Wir müssten eigentlich auch welche noch in den Depots rumstehen haben, wenn ich mich nicht irre. Ja, sind welche noch gut? Die sind noch nicht mal da, oder was? Ja. Doch, die haben wir schon mal transportiert. Haben sie den Weg aus dem Ding schon geschafft? Ja, den haben sie schon geschafft. Ich glaube, wir müssen da noch mehr drauf hacken. Oder dann doch auf die Tat rausgehen. Jetzt mal auf 50 hoch. Papier sind sie jetzt da schon bei, seht ihr ja? Mhm. Siehst du ja, wollte ich gerade sagen. Siehst du ja, könnte ich auch sagen. Aber hier sind wir halt auch auf der Produktion. Hier haben wir mehr Klebstoff da, als dass wir Papier da haben. Wir haben aber eigentlich genügend Fahrzeuge da drauf. Hier ist er sogar leer gefahren. Aber warte mal, die nehmen Kartons wieder mit hoch, ne? Ja, die nehmen Kartons wieder mit hoch. Da war das Thema, dass du ja umgebaut hast und dann hat es den wahrscheinlich beim Straßenumbau rumgedreht. Das kann gut möglich sein. Das kann gut sein. Okay, das lassen wir jetzt erstmal so, wie es ist, aber wir wollen ein bisschen umbauen. Und zwar haben wir vor, 1, 2, 3, 4, hier angefangen in den Berg hinein, gerade. Super. Oder so. Hat nicht so geklappt. Also bauen wir jetzt erstmal ein kleines Ticken, kleinen Ticken hier gerade. Bauen wir mit Brücke oder bauen wir aufgeschüttet? Ne, wir bauen mit Brücke. Ja, nur mit einer, sagen wir mal so, adäquateren Brücke, genau. Die ist super, da kann man nämlich auch schöne Weichen drin bauen, drauf bauen. Genau. Guck mal, hier kommen wir sogar nochmal oben raus. Wunderbar. Also wir sind ja immer Freunde von kombinierten Schienenverkehr. Das findet ihr auch immer so gut bei uns und das finden wir auch selber so gut. Aber das Problem zeigt sich aber gerade, es ist zu viel auf der Schiene und wir haben das Phänomen der Deutschen Bahn AG. Genau, und das wollen wir eigentlich gar nicht. Deswegen müssen wir jetzt mal gucken, was wir machen. Deswegen bauen wir jetzt hier halt nochmal einen parallelen Tunnel, um zwei Linien, die an dem Bahnhof ja gar nicht rein müssen, nochmal rauszufischen. Eine Alternativroute, genau. Das machen wir nicht für eine Linie, sondern wirklich gleich für zwei. Damit es auch funktioniert. Das auch sinnvoll ist. Genau, die sind nämlich beide ziemlich nah beieinander. Und die kriegen wir relativ gut rausgefischt. Wir haben einmal die grüne hier. Da, wo der jetzt gerade drauf fährt. Das ist unsere Papierverpackungspendel. Also der bringt jetzt gerade Papier. Und auch der muss natürlich warten, bis alle anderen durch sind. Und vor ihm steht schon sein anderer Kumpel. Ja, und da sieht man immer an den rot leuchtenden Wagen. Der steht hier vorne davor. Also das bringt uns überhaupt nichts, dass die da stehen. Also werden wir dann hier nochmal weiter parallel bauen. Das war jetzt einfach nur der Test, ob wir das können. Ja, das sieht gut aus. Nee. Bleib bei mir. Bleib bei mir. Gerade. Wechseln mal die Perspektive ein wenig. Bin nicht oben rauf. Da, warte mal. Hier unten muss ich zielen. Ja. Na, das ist ja was. Ja, oder du führst das noch ein Stück parallel und gleist dann aus. Glaube ich vielleicht gar nicht so unsinnig. Oder aus der Richtung, genau. Aber da ist wahrscheinlich... Ja, doch. Könnte funktionieren. Das könnte funktionieren, ne? Ja. Ja, weil die Weiche war ja auf Geschwindigkeit getrimmt.
So, und jetzt können wir das kleine Stück, was wir zuerst gebaut haben, wieder abreißen. Das war eigentlich nur als Placeholder. Hilfsgleis gebaut. Der hat unten angesetzt. Ja, das war das falsche Gleis, was ich genommen habe. Nee, runter wollen wir nicht. Nee, wir möchten jetzt eigentlich gerne einen Ticken hoch, oder? Ja, was heißt ein Ticken? Wir müssen ganz viel hoch. Ja, aber wir müssen ja über das Gleis rüber. Da wollen wir jetzt bitte die kleine Gitterbrücke nehmen. Okay. Müssen wir noch ein bisschen tricksen. Das wird jetzt wieder so Spaghetti-Knotenartig. Wer das schon kennt von euch, der weiß jetzt, was wir machen. Kurz, steil und scharf. Genau. Kurz und steil. Und dann müssten wir hier nämlich auch rüberkommen. Ja, Brückentyp nochmal ändern. Ja. Hatte ich eben eigentlich schon mal genug. Aber hier geht es. Oh, super. Nur in dem Fall sieht das gut aus. Also wir bauen es bis hier oben hin, reißen es dann wieder ab. Weil wir müssten ja auf jeden Fall nur diesen Weg hier oben rüber haben. Das heißt, wir gehen dann hier wieder gerade. Ne, noch nicht runter, gerade erstmal. Was ist das mit dem anderen Gleis? Wir bauen jetzt erstmal das eine. Ja. Und dann kümmern wir uns um das andere. Eine so einfach in drei Dimensionen. Nee, ist es auch nicht. So, das heißt, da wollen wir jetzt hin. Und hier, ach, hier schüttelt er schon von ganz alleine auf. Wir brauchen dann nicht mal allzu weit. Ne, ne, genau. Wir wollen jetzt ja erstmal gucken, wo wir ankommen mit dem anderen, ne? Mhm. Weil Rückführung machen wir ja nachher. So, das heißt, wir kommen hier unten. Da. An dem Gleis kommen wir an. Und das ist gar nicht so schlecht. Dann würde ich einfach mal behaupten, wir lassen das alte Gleis erstmal liegen. Mhm. Und legen uns hier nochmal eine extra Spur an. Gucken mal. Das sieht sogar gut aus. Ist zwar eine 99, aber ich glaube, es ist besser verkraftbar als alles andere Alternative, was wir im Moment hier haben. So, und dann gucken wir mal, ob wir uns hier oben anlegen können. Steilung zu groß. Steilung. Nee, das wird nix. Ja, wir bauen es ja noch nicht. Wir haben auch schon viel zu weit hochgebaut eigentlich. Dann müssen wir weiter unten ab ansetzen oder mal versuchen direkt zu verbinden, oder? Wir müssen jetzt erstmal über die eine Schiene rüber. Hm? Die hier. Dann müssen wir mit dem Bogen runter. Und mit einer 157 können wir schon ganz gut leben, glaube ich. Können wir sogar noch eine 160 draus machen, wenn du möchtest. Ja, die Weiche hat 100, ja. Ja, aber vielleicht kriegen wir sie noch ein bisschen hübscher hin. Ja, das sollte man dann ausprobieren. Was? Du wolltest nicht loslassen. 160, ja. Immer den einen, ne? Insecure, ja. Im Gedanken. Du musst aber, glaube ich, die Weiche vorne nochmal rausbauen. Ja. Ach guck mal, wir können sogar von hier vorne ausgleisen. Ja. Vorne ist ja auch schon Brücke. Ich weiß noch nicht, warum er es nicht will. Dann mag er uns nicht. Ne. Ja, dann halt so. Dann weiß ich jetzt, dass ich ab hier kann ich. Ja. Dann kriegen wir eine 112, 120. 140. Wo müssen wir denn hin? Wo sind wir? Ach, da oben auf jeden Fall noch Platz. Ja. Wollen wir gleich auf 160 gehen oder was? Wir probieren es mal. Warte, jetzt müssen wir noch ein bisschen feintunen. Die Weiche sieht nicht ganz so. Oder doch? So, oder doch minimal, ne? Also ich würde es in Kauf nehmen, um ehrlich zu sein, bevor der da. Ja. Oh, oh. Ja.
können wir so lassen. Eine wundervolle 160 und wenn wir jetzt da oben. Sind wir schon dran vorbei. Knapp daneben. Warte mal. Ich habe nochmal einen Stecken abgerissen, weil wir vom Radius her anders sind. Ich hätte jetzt gedacht, er wäre oben dran gewesen. Steigung zu groß. Ja, weil die Weiche jetzt so lang ist. Ja. Dann müssen wir den Weichenbereich noch mal ein bisschen einkürzen. Nee. Ich glaube, oder wir brauchen noch eine kurze, steiles... Ja, so ein 160 km/h. Ja, da war's. Das könnte zu gerade sein. Warum nimmt er die andere Brücke mit hoch? Kicken von abgehen. Jetzt eine gute Maus haben, das wäre toll. Das ist es. Ja. So, jetzt haben wir ihn schon mal ganz nach oben gedrückt. Und getrennt. Und damit müsste das jetzt theoretisch. Wenn wir es treffen. Steigung zu groß. Kannst ja da oben noch mal ein Stückchen kürzen. Noch. Versuchen. Ticken zu viel. Aber viel fehlt da, glaube ich, nicht mehr. Jetzt noch einmal kürzen, weil wir müssen oben über die Brücke rüber. Wir wollen oder. Ey. Wir wollen oder nicht? Immer noch. Noch eine andere Brücke, die du jetzt da hast. Ja. Ich hab's gezaubert. Mhm. War mit einer anderen Brücke, aber tut's. Stimmt, das ist eine andere Brücke. Das stört ja nicht. Da oben hast du ja einen Landanschluss. Oder zumindestens. Genau, und da stört es die gegenseitig auch nicht. Ja. Kann man so machen, ja. Würden wir es bei der letzten Teil auch noch. Ja, nee, lass es so, wie es ist. Ich kann das ein letztes Stück auch noch ändern. Aber das können wir auch so lassen. Okay, so, dann haben wir das schon mal fertig. Dann verbinden wir die beiden, weil wir wollen ja, das ist jetzt eine Richtung, ne? Eine Richtung. Wir haben Rückweg, haben wir dann hier unten. Da wollten wir was anderes machen. Das ist jetzt beides nur Hinweg. Ja. Da werden wir uns jetzt erstmal in das rechte Gleis einquartieren. Hat folgenden Hintergrund. Das kann ja sein, dass wir noch andere Linien hier unten rausziehen. Und so haben wir schon mal die beiden auf ein Gleis. Das reicht uns. Das reicht mir auf jeden Fall. Boah, wir werden da gleich noch ein bisschen Signale reinsetzen, aber erstmal noch nicht. So, jetzt müssen wir davon den Anschluss bauen. Jetzt wollen wir hier außen ran. Wir nicht dran vorbei wollen am Bahnhof. Können wir auch machen. Vom Radius her kein Problem. Dann erst ein Gleis nach dem Bahnhof. Dass wir uns die Gleise frei halten. Mhm. Wollen wir dann den Schienen trotzdem ransetzen? Ja, können wir eigentlich machen. Schnell gemacht, ohne dass da irgendwas passiert ist. Sehr schön. Dafür eine Kurvenlage 115.
Wir wollten ja nur die Höhe haben, dafür hatten wir die Brücke gebaut. Genau, das war ja unsere Hilfshöhe. Das heißt, wir können hier jetzt mit einer 186 kann man mitleben. Gekauft. Genau, das heißt, wir gehen dann von hier aber auf beide aufgeteilt. Das heißt, wir gehen hier in der Schräge schon raus, um eine hübsche Weiche hinzukriegen. 160 ist in Ordnung. Gucken wir nochmal hin. Weiche ist weich geworden und hübsch. Einmal dran vorbei. So, jetzt wird es natürlich schwierig. Das heißt, wir müssten parallel bauen. Wenn du jetzt mal eine Gleisverschränkung einbaust. Jetzt erstmal, meinst du? Ja. Gucken, was das uns so kostet, geschwindigkeitstechnisch. Also für den Übergang wäre es mit Sicherheit gut. Mhm. Und auch kein Problem. Ja, und dann können wir auch irgendwann den Tunnel ja nochmal dann umbauen. Dann können wir irgendwann hier wieder geradeaus gehen im Tunnel, genau. Ja, oder zumindest nichts. Guck mal. Der Grüne hat sich schon umentschieden. Der Glühne, der Glühne findet das schon toll. Und wenn du den Gelben und der Richtigkeit seiner Aktion überzeugen, ja. Da müssen wir natürlich jetzt Signale setzen, weil der Bahnhof wirkt ja nicht als Signal. Genau, an dieser Stelle wirkt dieser nicht als Signal. Also als Blockfreigabe, um korrekt zu sein. So, dann noch ein paar Lampen montieren. Können uns ja an dem richten, was wir vor den anderen noch haben. Ja. Ist da noch ein? Hier machen wir nochmal einen Winkel rein. Wir haben ja von hier aus gesehen nur das linke Gleis in Betrieb, ne? Da müsst ihr dran denken. Also es ist jetzt halt, ja, es ist auch für uns was Neues. Sage ich euch, wie es ist. Wir haben das so auch noch nie gemacht. Aber ich finde es eigentlich ganz gut so. So, jetzt müssen wir nur wegen der gelben Linie gucken gehen. Genau, jetzt haben wir hier, die grüne fährt nämlich hier geradeaus. Das heißt, sie fährt gar nicht mehr die Weiche hier links rüber. Damit ist die grüne schon mal da raus. Okay, jetzt kontrollieren wir die gelbe nochmal. Haben wir auf der gelben Linie Holzwerkzeug? Ist es nicht. Das müsste... Mach mal Auge an. Ja, genau, das hatte ich jetzt auch vor. Die Kleberproduktion. Die Kleberproduktion. Da haben wir jetzt keinen expliziten Wegpunkt. Das hatte ich auch geguckt. Könnten aber einen nehmen. Wir könnten aber ein Signal als Wegpunkt nehmen. Ja, für ihn ist es wahrscheinlich tatsächlich schneller, ne? Von der Kantopolis Raffi fährt er dann über den Wegpunkt mal bitte mit. Meckert er auch nicht, das ist schon mal sehr gut. Oh, und wieder einer runter. Er fährt davon da trotzdem hin, genau. Und wieder und zurück. Vorne fährt er hoch. Ah, oh, gerade einer vorbeigefahren. Schade. Aber. Ja. Und voll bis oben hin. Ja. Also wie gesagt, hier haben wir die anderen beiden jetzt rausgenommen. Ist auch wieder sehr komplexer. Richtig gut geworden. Gefällt mir richtig gut. Na, wer hat Vorfahrt? Der ist schneller. Der ist bei voller Geschwindigkeit. Der wird gleich sagen, warte auf anderen Fahrzeuge. Warte auf Freigabe oder so. Nee, der andere macht das. Na? Ach Quatsch. Ja. Nee. Ich wollte gerade sagen. Naja. Dann hat er einfach einen vorhergehenden Zug im Tunnel. Mhm. Ja, da vorne steht noch einer drin. Da kommt einer mit Kartons.
Reichlich Kartons. Reichlich Kartons. So, jetzt hatten wir ja noch was anderes. Und zwar kommt ja die gelbe Linie von hier oben wieder runter und die grüne auch. Die gelbe geht aber hier hinten schon wieder unten durch. Das heißt, die bräuchten wir gar nicht auf dem Hauptgleis, könnten also nochmal einen Tunnel hier mit durchdrücken. Wo wir dann... Boah, Alter, schon wieder. Es wird hart. Hier war das. Ja, einfach kann jeder. Einfach ist noch nie unser Ding gewesen. Das passt so. Und jetzt ziehen wir den nämlich komplett durch. Gott sei Dank haben wir Schattengleise gebaut hier. Ne? So. Muss er irgendwo vorm Tunnelportal erstmal enden. Genau. Und dann können wir den... Dann machen wir das Tunnelportal. Und dann fädeln wir ein. Und dann fädeln wir ein. Eigentlich. Oder umgekehrt. Warte. Da. Das ist ein Signal. Ja, passt. So, hat die Linie sich schon entschieden? Erstmal will ich hier ein Signal ansetzen und dann haben sich die Linien noch nicht entschieden, nein. Hat dann Wegpunkt eventuell einen falsch gesetzten? Kann durchaus sein. So der Hinweg. Aber wir haben ja auch noch keine Kreuzweiche, Manu. Wir haben auch keine Kreuzweiche und keine großartige Signalisierung, das ist richtig. Genau. Wir kriegen es hin. Irgendwo war da was da. So. Reicht uns völlig. Ja, 163 im Minimum. Jo. Gut. Ja. Jetzt. Sagen. Immer noch nicht. Von Berchtesgaden. Erst bitte. Oder nicht? Okay. Dann nicht. Weiter raus. Ja. Da fehlt ein Stück. Oh ja. Dann ist klar, dass er rummeckert. Ja, das ist immer, wenn er rummeckert, dann immer gleich gucken, was könnte es sein. Und dann hat er auch beide Linien hier schon drin. Sehr schön. Dann haben wir hier zwar eine Kreuzung, ist aber nicht dramatisch. Ja, kreuzt, ja. Aber es fährt ja dann. Es hat ja Platz auf der Schiene. Genau, ab da ist es dann halt auch schon wirklich... Müssen wir jetzt nur noch durch. Im Tunnel ein paar Signale setzen, damit sie auch aufrücken können. Also der eine fährt ja eh geradeaus. Mhm. Der gelbe kommt von hier hinten. Ja. Egal. Könnte man jetzt noch hier außen langlaufen lassen, aber dann sind wir irgendwann zu weit außerhalb von der Karte. Ich glaube, das würde doof aussehen. Erstens das und zweitens, irgendwo werden wir doch sicherlich noch ein paar Weichen brauchen. Und wir müssen noch ein paar Signale setzen. Genau. Nicht so massiv viele wie... Achso, haben wir schon? Nee. Ist der nächste Tunnel erst, oder? Nee, da. Einfach, ey. Mal ein Loch von der Seite ran. Kommst du besser ran zum Stellen. Ja. Also wäre es eine Modellbahnanlage, hätte ich das gemacht. Jetzt mal mit dem Spachtel Löchlein reingefräst und dann wieder zugespachtelt. Ja, richtig. Reicht doch. So, da. Nachher mal. Ja. Oh, hier oben, okay. Das sieht doch richtig cool aus. Hinter den Tannen. Ja, noch stehen sie, bevor sie dann von verbrannt werden in der Lok.
langsam die Kohle leer wird durch die Wartezeit. Also damit haben wir jetzt auf jeden Fall schon mal einige Züge runtergenommen. So. Wie sieht das jetzt hier aus? Das sieht hier aber auch schon besser aus jetzt. Also es war eben ja dramatisch. Das heißt, da brauchen wir uns gar nicht mehr einmischen. Noch nicht, ja. Ja, jetzt haben wir wieder ein großes, aber es ist jetzt auch nicht extrem schlimm. Ja, die LKW schaffen es leidlich. BS-Werkzeug plus. Was haben wir denn da drauf? Guck ich gleich. Hier haben wir auf jeden Fall zu wenig LKWs drauf. Ja, und zu wenig Lagerfläche. Verdoppeln wir doch mal für die Kunststoffe. Würde ich auch sagen. Und ein Lagerhaus noch an Pflanzen. Und pflanzen dann nochmal ein paar Lagerhäuser, damit wir nichts verlieren. Wieder Gebäude. Nee, das könnte man noch lassen. So, was haben wir jetzt an Lagerfläche über? Ja, da können wir ein bisschen was lagern. Aber guck mal, was sie jetzt schon ausgebaut haben. Mhm. Kriegen wir überhaupt noch genügend Wasser? 1000, wir über 1000 kriegen wir von der Dings doch. Müsste eigentlich genügend können, die Grundwasserpumpe. Oder so im Anschlag. Nö, die hat noch. Die hat noch Reserve. Ist wahrscheinlich eher der Transportweg langsam das Problem. Ja, boah, geht. Noch genug. Kapazität. Muku, der fährt Gewürz. Der hat auch noch Kapazität. Okay, das passt. Und der fährt hoch zum Getreide, das passt auch. So, gut. Jetzt sind wir schon mal fast durch mit dieser Folge. Oh. Ja, und wir gucken mal kurz in Kantopolis, was die Kaffeefarm macht. Oh, neue Loks. Wir haben das Jahr 79. Ja, das stimmt. Jetzt müssen wir wieder die Zeitbremse treten. Noch nicht. Baureihe, ja? 120 mit 160 km/h. Oh ja. Verschiedenen Basislackierungen, Vorsehen, Punkt 0. Noch ein paar R66. Und eine 11. Ein S-Bahn-Design. Und eine AE, eine neue, okay. Ja, neue Nummerierung, ja. Noch eine mit Vorspann. Oder als Vorspann-Lokomotive. ET-104. Ist das eine Tram? Bin mir da nicht so sicher. Die fuhr 78. 79. Oh, die ganzen Intercity-Wagen mit 200 km/h. Ich sehe schon Modernisierungen auf den Langstrecken aus Aschaffenburg Richtung Berchtesgaden und Braunschweig. Ja. Ach, guck mal, ich bin doch schon wieder bei 5 Milliarden. Ja, also kurz vorm Hungertuch. Mhm. Ey. Oh, mit Speisewagen sogar. Hm. Was kommt noch alles? Gedreht. So, also hier produzieren wir und versenden wir auch schon. Der Zug kriegt es auch noch hin. Na gut, da sind 4 Züge drauf, ne? Da haben wir eigentlich von. Steuerwegen. Echt ja schon. Ich fahre aber nur 120, ne? Ja, es gibt ja auch ein paar Strecken, die noch 120 fahren mit Hasenkasten. Ich sag ja so. Sag ja nur so. Mit Gepäckabteil für nicht mal das Stück gut. Hm, ein Cargo, ein Habis, ISU, wird gut. Noch ein 140 km/h im S-Bahnwagen-Design. Mit der 111. Mit Steuerwagen. Geschoben. Sicherlich auch schicke Züge bauen. Re 66.
Weil wir ja schon rum, wenn alle Lux. Hey, da haben wir jetzt schon alle. So. Dann gucken wir nochmal, was sagt er jetzt hier? Ah, da ist noch Platz. Hat aber nur Bohnen gerade aktuell am Start. Jetzt lädt er gerade Kaffee. Ah, da drüben lädt er 20. Kaffee. 30. 40. 50. 60. Okay, über 70 kommt er nicht rüber, weil er nicht mehr Abteile sich gesaved hat. Mhm. Aber das ist schon mal ein guter Weg. Ja, die LKWs kriegen langsam auch was zu tun. Auf dem Mainbus. Oh. Oh, schon 300 Käffchen. 337 Käffchen. Da tut sich was. So ab 10 Milliarden können wir uns die nächste Fabrik leisten. Wir hätten ja noch die Option, hier oben eine hinzustellen. Das macht unsere Rösterei daneben. Die interessiert das nicht. Die ist bei nicht mal 10.000 von 16.000 Produktionen. Ja, die hat halt wieder mal keine Bohne. Aber das ändern wir ja gerade. Da arbeiten wir dran auf jeden Fall, ja. Wir sind ja immer noch gespannt. Hier hinten ist ja ein Werk geschlossen worden. Wo das erscheint. Also eine weitere Kaffeerösterei. Also nicht Bohnenrösterei, also nicht das, was wir hier unten haben, sondern eine hier Getränkeabfüllung. Die ja. Kaffeerösterei, genau. So eine ist gerade despawned da hinten. Wir hatten einen Bereich und da sind wir sehr gespannt, wo die wieder auftauchen wird. Oh. Bleibt spannend. Aber... Was hatten wir denn jetzt noch vor? Warte mal. Ja, wir müssen mal Skopau gucken. Da liegt ziemlich viel auf dem Bahnsteig. Wo will denn das hin? Ach, das ist gar nicht... Doch, das ist der Bahnhof. Der Sprit will... Nach der Burger-Geschichte. Ja, zu dir runter. Aber er kriegt... Also hat er gut im Griff. Es läuft ja nicht über. Ja. Das sieht immer nur mal so aus. Mhm. Hier liegen ordentlich Pferdchen für die LKWs. Mhm. Müssen wir immer noch mal wegkriegen. Müssen wir mal wieder ein paar LKWs runterruppen. Ja. Da fährt Holzpferdchen. Da kommt der nächste Holzzug. Mal gucken. Die haben alle geladen. Und wieder die übliche Strecke, die ihr schon kennt. Mhm. Dass wir auch immer das Glück haben, dass alle geladen haben gerade. Ne? Nicht, dass alle auf dem Rückweg sind. Nein, alle haben geladen. Da ist einer. Ich glaube, irgendwo ist noch ein zweiter oder so. Oder ein dritter vielleicht noch. Da ist noch einer. Und da ist der gerade abgeladen hat. Okay. Personenverkehr kümmern wir uns nächste Folge drum. Da wird der Manu, werden wir zwischen den Folgen nochmal gucken, was wir da machen können, Schönes. Mhm. Stau nochmal für euch. Welcher Stau? Der aus den letzten Folgen ist passé, indem man einfach mal ein paar Millionen in die Hand nimmt und hier eine dicke Straße reinprügelt. Ja, kann schon mal auf meinen Stadtnamen klicken und die Entwicklung angucken. Wie es reingehaut hat in den, wo war es wieder? Diagramm? Ich glaube 5.2 war es, ne? Diagramme. Obwohl. Gut, ne? War schon schlimmer. Da waren wir bei 5.000 und ein bisschen. Jetzt, ja, du hast viele Bewohner verloren, hast viele Einkaufsmöglichkeiten, ne? Und viele Arbeitsplätze, also wenig Wohnen, du hast mehr Arbeit als alles andere. Mhm. Wohnen baut sich gerade da hinten am Berg hoch. Ja, auch hier einen kleinen, ne, das ist auch Gewerbe, das ist Geschäft. Ja, ich glaube, da brauche ich auch irgendwann mal noch eine Straßenbahn, die da lang fährt und Personen einsammelt. Apropos, das könnten wir jetzt nochmal machen. Meinst du die Straße da hinten ausbauen? Genau, wir wollen einmal den hier wegreißen. Den brauchen wir nämlich nicht mehr. Und an der Stelle werden wir die Straße verlängern. Achso, das war schon eine... Mit Tram, ja, ne? Ja, wir müssen ja irgendwie Zuführung und ähnliches
generieren. Dann machen wir die komplett auf 10 Meter. Ja. Sonst müssen wir alles andere irgendwo anbauen. Ja, unsere Regie ist gerade der Meinung, wir überziehen gerade. Also ich bin bei 40 Minuten jetzt. Das heißt, wir können gleich, wir sind gleich am Ende der Folge, aber wir machen nochmal den Straßenanschluss hier zumindest. Das heißt, wir nehmen den hier weg. Dort gehen wir damit ran. Dann haben wir nämlich noch einen originalen Straßenanschluss. Und den werden wir dann einfach hier mit anschließen. Ohne. Also hier haben wir keine Tramgleise drin bei dir. Aber hier liegen Tramgleise. Dann können wir bis dahin ja legen, ne? Ja, genau. Okay. Also machen wir jetzt 10 Meter Straße, elektrisch, Sauberei. Zu dir kommen sie ja anderweitig, ne? Ja. Das heißt, wir werden jetzt kurz pausieren. Die Kurve neu bauen. Und dann werden wir diesen Straßenanschluss, also ganz abreißen dürfen wir ihn ja nicht, weil wir hierüber den Anschluss haben. Das heißt, wir werden eine kleine Umgehungsstraße zaubern. Genau, wir werden hier durchgehen. Da, wo früher die Straße schon mal durchging. Ja, diese komische, ewig lange Wertestraße, ja. So sieht das gut aus. Und na gut, die werden wir nicht viel ändern können, ne? Den Teil nicht, aber wir können ja oben den Anschluss frisch machen Richtung Berchtesgaden, Braunschweig. Achso, die kommen ja eh hauptsächlich von hier oben. Dass wir den hier hauptsächlich draufstecken und den dann, ja, okay, weiß ich, was du meinst, ja. So, dann elektrisch. Auch nochmal einen Ticken abreißen. Und dann direkt anklemmen. Und mit dem gehen wir hier ran. Dass wir dann den Hauptverkehr hier durchschleusen. Mhm. Dann jetzt, wo wir noch nicht auf Play gedrückt haben, haben wir hier 27 Autos durch. Mhm. Und dann gucken wir mal, was da nachher gleich bei rauskommt, wenn die jetzt den hier auch nutzen können, um hier auf die Hauptstraße zu kommen. Weil die werden dann ja auch hier rüber fahren können und auch hier links abbiegen können. Werden wir nicht verhindern können. Wenn es nicht mehr anders geht, dann können wir immer noch den Anschluss neu machen. Gut. Nichtsdestotrotz, Ende der Folge ist erreicht. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Uns hat es wie immer Spaß gemacht. Bedanken uns recht herzlich fürs Zuschauen. Wenn ihr noch keinen kein Abo habt, nehmt eins mit. Vergesst das Däumchen nicht. Ich freue mich auch über jeden einzelnen Kommentar von euch. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns wieder zu einer weiteren Folge Transport Fever 2 hier auf Kante Zockt. Bis dann, euer Kante mit dem Manu. Tschüss. Tschö.